Thema heute: quadratische Funktionen und Wurzelfunktionen. Wie hängen die irgendwie zusammen? Deswegen habe ich hier diesen Doppelpfeil gemacht. Ich mache es mal ganz einfach grafisch zu Anfang und ich schnapp mir mal nur den ersten und den zweiten Quadranten. Das ist also jetzt nicht so gefährlich. Eine quadratische Funktion y ist gleich x Quadrat könnte so aussehen. Ich habe jetzt keine Dimension rangemalt. Und ich werde jetzt absichtlich mal ohne Übergang Folgendes tun. Ich werde mal die Wurzelfunktion hier einmalen. So sieht die aus. Eine Frage: warum kann ich nicht hier unten weitermalen? Das ist die Anfangsfrage. Ist richtig, ich kann keine negativen Wurzeln ziehen, deswegen haben wir das erstmal so. Ich mache mal jetzt hilfsweise hier eine weitere Funktion. Die heißt mal y ist gleich x. Ganz einfach so. Y ist gleich x. Also eine stinknormale Gerade, Anstieg 1, peng, fertig. Hier müsste ich schreiben, y oder f von x ist gleich Wurzel aus x. Und hier die blaue würde ich bezeichnen mit y ist gleich x². So, jetzt unterhalten wir uns mal eine ganze Weile über diesen ganzen Kram. Ich mache in der Zeit erstmal Pause. Sagen wir das mal genau. Wenn ich hier unten weitermalen wollte, ich mache das mal in dunkellila hier, Aubergine. Dann müsste ich die benennen als y ist gleich minus Wurzel aus x. Aber das wollen wir jetzt mal nicht betrachten. Also das ist jetzt mal bloß angedeutet. Darum geht es jetzt nicht. Nochmal was anderes. Dieser grüne Graph hier, y ist gleich x, jetzt nur im positiven Bereich gelassen jetzt. Was drückt denn der aus? Wie sieht denn das aus hier? Das rein bildlich gesehen. Richtig? Diese Funktion, die grüne, der Graph, der sieht aus wie die Spiegelachse. Und das ist auch wirklich der Fall. Und noch eine andere Frage. In welchem Punkt würden sich alle drei Funktionen treffen? Richtig, genau. Hier dieser Punkt, der heißt 1, 1. Nennen wir einen Schnittpunkt aller Funktionen 1, 1. Warum 1, 1? Ganz einfach. Wenn ich hier eine 1 einsetze, ergibt sich als Ergebnis eine 1 bei der blauen. Wenn ich hier die Wurzel aus 1 ziehe, ergibt sich bei der 1. Und selbst hier, wenn y gleich x ist, muss da eine 1 entstanden sein. Ganz genau. So, das erstmal bis dahin. Jetzt haben wir einen neuen Funktionsgraphen kennengelernt. Und wir wissen auch charakteristische Punkte, wie man den ganz schnell malen kann. Also y ist Wurzel aus x, um den geht es jetzt. Wie kann man den ganz schnell malen? Ich mache mal eine Pause und skizziere nochmal was. Gut, richtig. Charakteristische Punkte für diese Funktion, also y ist Wurzel aus x, wäre 1, 1, dann 1, 2, 3, 4 nach rechts, 2 nach oben, dann 9 nach rechts, jetzt machen wir hier bei 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 3 nach oben. Und so geht das die ganze Zeit weiter, also dann 16 und so weiter und so fort. Und schon, ja, das ist nur eine auf die Seite gelegte Parabel, aber nur ein Parabelast von der ganzen Geschichte. Oder man nimmt eine Kurvenschablone und legt die Kurvenschablone an, aber malt nur die Hälfte. Das wäre ganz einfach, y ist Wurzel aus x. Wir werden uns jetzt noch mit anderen Dingen beschäftigen. Lassen wir das bis dahin erstmal stehen. Ich sage gleich mal ein Wort. Das hier ist die sogenannte Umkehrfunktion von y ist gleich x². Das bis dahin. Jetzt haben wir uns Folgendes überlegt. Was wäre denn, bevor ich jetzt auf das Thema Umkehrfunktion noch komme, was wäre denn das hier? Und da hatten wir gesagt, na dann müsste das sein, y ist gleich die Wurzel aus Betrag von x. Aber Achtung, wenn ich Betrag von x einsetze, dann kann ich auch hier positive Zahlen einsetzen und die bleiben positiv. Setze ich negative Zahlen ein, bleiben sie auch positiv. Wie müsste dann der Graph eigentlich wirklich aussehen? Das ist einerseits dieser Ast, aber welcher ist es noch? Jetzt hat man gesagt, okay, das wäre der linke Ast hier. Aber Achtung, wenn ich diese Funktionsvorschrift nehme, die orangene, dann muss ich gleichzeitig auch zusätzlich den Graphen hier in diese Richtung weitermalen. Ich versuche den jetzt mal ein bisschen drüber zu legen. Naja, man ahnt schon, also dann ist das praktisch so ein Funktionsgraph. So sieht er dann aus, ne? Okay.
Jetzt haben wir den ganzen Quatsch noch perfekt gemacht. Wenn wir diesen Graphen haben wollen, also der soll jetzt mal so aussehen, dann müsste der heißen, also ich habe ihn jetzt sehr hässlich gemalt, aber es muss jetzt genügen erstmal. Y ist gleich minus der Wurzel aus Betrag von x. Ganz genau. Schön, 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 schön. Gut. Dann lassen wir das an der Stelle erstmal mit dem Prinzip sein und kommen mal, ich werde dann hier einen Verweis einbauen, zum Thema hier Umkehrfunktion. Da werden wir uns jetzt mal schnell mit beschäftigen. Ist einfacher als man denkt. Gut, ich mache das Video an der Stelle erstmal dicht.